Leute, mit den ganzen Krisen da draußen, ich muss da einfach mal wieder was dazu sagen, denn es geht die ganze Zeit nur darum, ja, wie wir uns noch mehr solidarisieren, wie wir noch mehr verzichten können, wie wir unsere Wirtschaft nach 2 Jahren Corona wieder runterfahren am besten und das Gas abstellen und wie wir noch weiter uns selbst schädigen und Leute, es wird der Tag kommen, wenn wir so weitermachen. Ja, da heißt es nicht mehr, Deutschland muss sich solidarisieren mit dem Rest der Welt und verzichten und runterfahren und das und das und das und das, sondern weil wir dann nämlich ganz unten sind und die anderen Länder, dann geht es dann besser wie uns. Und es wird der Tag kommen, wo das dann so ist, wenn wir so weitermachen. Und dann hört auf meine Worte. Wird sich niemand von den anderen mit uns solidarisieren. Die werden schön brav sagen, ja, ihr Deutschland, macht mal euren Mist, na, selber schuld, dass ihr jetzt am Boden seid, ja, uns geht's super. Und man muss sich immer die Frage stellen, würden das die anderen auch für uns machen? Ja, und diese Frage, die sollte sich mal jeder für sich selber beantworten. Die ist nämlich nicht so eindeutig.